Naja, aber mit dem Terry, wenn das wirklich alles gut geht, ist das ja schon ganz schick. Ja. Also Holz haben wir auf jeden Fall. Wer ist wieder ein bisschen was? Mal eben 800 Chitin aus 4 Fliegen geholt. Geil. 800? Sauer. Und kein Fleisch, ja. Ich glaube, ich habe einen Jackpot gezogen. Ja, das glaube ich auch. Das ist das ja richtig geil. Sollte halt Lotto spielen noch. Und hier sind noch Ameisen. Hier sind noch Ameisen. Geil. Ich bin doch noch guter Dinge, dass das was wird, ein Boss. Ja, beschwören können wir ihn auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Das wäre schon mal ein Highlight, ne? Wenn ihn nicht am Ende irgendwer macht, ne? Ja. Das glaube ich tatsächlich nicht. Ich würde zwar meine Hand nicht für ins Feuer legen, aber ich glaub's nicht. Achso, ich wollte ja hier mein Essen. Jo. Zwei Skorpione. Okay. So, Holz. Ich habe schon mal grob die Lage gecheckt, also die Öfen sehen noch ganz gut aus. Achso, du. Ach, Mensch, warum nimmst du mir denn die Arbeit ab? Na, ich wollte dir mit helfen. Ich war da eh gerade schon mal hier. Na gut. Kann noch ein paar Steine sammeln gehen. Ja. Nee, ich wollte mich um Terry kümmern. Achso, naja. Brauchst du eigentlich nicht drum kümmern, weil Bären sind drinne. Und naja, wegen dem Torpor. Ja, das habe ich in der Tasche. Also willst du dich jetzt drum kümmern, oder was? Nee, ich hau die nur rein, ansonsten brauchen wir uns ja nicht drum kümmern. Kann liegen bleiben. Ach, dann machst du das. 100er Dödikurus. Oh. Also, den würde ich aber vielleicht sogar mitnehmen. Ah, das, leider ist da ein 116er Rex daneben. Ah. Ja, dann vielleicht nicht. Ungünstig. Doch, da gehe ich mal weg. Der Elch hat sowieso nicht mehr viel Leben. Was ist los? Immer die ganze Zeit irgendwie Rexe, Karnos hinterher. Ich sehe mal den Fortschrittsbalken bei dem Viech nicht, ey. Ah, hier. Und? 29,3%. Naja, das geht doch schon. Ja, ich gehe jetzt mal rechts ein bisschen am Strand lang. In der Hoffnung, dass die Bobs da nicht unterwegs sind. So, hier ist offline. Irgendwas drin. Mich würde mal nur sehen, ob die Base vorne rechts, wenn man in Richtung Meer läuft, da ist ja rechts auch eine Base auf dem Felsen, und ja, die offline ist. Die ist nicht offline, da habe ich vorhin drei Typen rumrennen sehen. Also ich denke mal, dass die von der Base waren. Mhm. Weil das wäre noch eine zweite Option für einen Airdrop, wo wir dann halt einen Boss spawnen könnten. Ich aber das ist halt direkt genau vor der Base, gerade die Location. So, mal kurz schauen. Ja, im Lake Pearl hat es ja drei Möglichkeiten. Also eigentlich und dann halt ich, hinten auf der Klippe. Ja, genau. Ich finde, bei uns in der Nähe ist schon eine Menge, wo man irgendwie einen Airdrop erwischen kann. Und, ja, und so in der Schlucht bei uns auch zwei. Ja, eben. Naja, wir müssen dann halt... Macht der Wolf hier bei uns im Canyon? WTF? Ja. Den habe ich gerade hinterher gezogen. Da habe ich doch gerade was Schönes gehört. Ja. Was, du hast was gehört? Scheiß. Ja, Insekten. Es gibt einen Tribe, der heißt Mandrillen mit Brillen. Oh, blaue Airdrop mit Ring. Ja, pass auf, da vorne sind vorhin Leute rumgetingelt mit Bronto und Elch und so. Ah, okay. Dann lieber nicht. Hallo, Ore. Hallo. Oh, leck. Synchron. Was ist das hier? Geh rein. Hier ist die Leiche von irgendwem, von Medusa. Und Medusa hat eine Keule mit. Medusa, gib mir deine Keule. Drei Keulen, das nehme ich auf jeden Fall. Dankst du jedem an die Keule? Ja, ja. Also hier in Herbie Wars schon, ne? Hallo? Noch eine Leiche. Der hat bestimmt auch eine Keule. Nein, der sieht aus wie Jesus. Also die haben auf jeden Fall, glaube ich, auf die Fresse gekriegt. Henry und Medusa. Medusa ist, glaube ich, übrigens eine Frau gewesen. Ach nee, ist ein männlicher Charakter. Tja, Medusa, du hast keine Keule mehr, es tut mir leid. Ah, ich brauche keine Keule mehr. So, ich kann erstmal kurz auf diese Base spingsen. Ah, spingsen, boah, ey. Und die sind tatsächlich, das ist Greenpeace übrigens. Oh ja. Gott, umnieten. Umnieten, also, ja, also, würde ich machen, aber nicht alleine. Nee. Was kill ich denn mal jetzt noch vor Schreck? Wobei da ein bisschen, also da ist irgendwie nicht mehr so viel los bei der Base. Vielleicht haben die irgendwie Pech gehabt. Was ich ihnen herzlich wünschen würde. Ach, immer diese Liebenswürdigkeiten. Hallo, hier. Ja. Brennt also, echt gerade keinem, aber eigentlich wünsche ich es dir nicht schon. Brennt gerade echt noch ordentlich Metall durch. Ja. No. Dann ihr habt ja gerade noch ein bisschen was mitgebracht, ne? Auf der Fleischfresserinsel ist ein schöner roter Airdrop. Ich hatte gerade gesehen, da sind Paracer auch noch 800 Rohmetall lagen. Oh, cool. Hatte ich vorhin noch nicht aussortiert. Ja, siehst du, also wir haben doch genug.
scheitert ja, naja, um auf 5000 Barren zu kommen. Und hier nochmal, oh, da sind auch noch 800 drin. Wo kommen die denn her? So ungefähr. Den Terry hat noch wer im Auge? Naja. Mario hat. Ein Sattel lag, glaube ich, schon. Ja, der liegt schon in der Schmiede. Da ist ein gelber Airdrop bei uns. Alle offline, ja. Kann es sein? Gelber Airdrop. Oder die Airdrops. Weiß ich nicht. Ja, der ist vorne bei uns da auf dieser Mittelinsel im Canyon. Ja. No. So, Shady, komm her. Du hast Keratin. Ich wollte einen Zucker. Oh, lecker. Nom nom nom. Also, wir haben jetzt wieder 250, dann passt der vorerst. Super. Also, es tickt immer noch hoch mit dem Torpor. Also, das ist jetzt fast wieder 6000. Läuft auch echt noch einiges an Cementing Pace durch, also. Ja, also 100 habe ich jetzt nochmal nachgefüllt gehabt. Ich guck mal eben schon mal die Forges durch. Fertiges Metall rausnehmen und schon mal noch ein paar Pfeile craften. No. Tatsächlich hat mir die Schildkröte kein Keratin gegeben, das ist echt. Die Sau! Öde. Ja, die zweite schon. Die Sau-Schildkröte. Was ist das hier? Pico Mastax! Was regnet, sehr schön. Ja, im Dunkeln siehst du den Terrizino echt nicht, wenn er hier liegt, ne? Bin gerade schon zweimal dran vorbeigerannt fast. Ja. Guck nur so ein Stück vom Schwänzchen raus. Ach, der ist getamed hier, der Pego. Na gut. Ja, dann würde ich aufpassen an deiner Stelle. Nicht, dass ja, der steht ganz alleine am Strand irgendwie ohne ein Haus in der Nähe. Also, weiß nicht, vielleicht sind einfach die Besitzer auch gar nicht. Ah nee, aber dann hätte dann ja auch gestanden Offline Raid Protection, oder? Hätte das auch am Tier gestanden? Ja. Ja. Gut, dann ist man hier vielleicht nicht allein. Ja, ich wollte fragen, wir brauchen noch Polymer auf jeden Fall. Polymer, dann ob irgendwer am nächsten Tag, Mario oder so, nochmal. Ich komme mit. Ach komm, Daniel, Mensch, hier. Guten Tag. Vorsicht, da kommt gerade ein Raptor. Wir kennen ja die Gegend schon. Ja. Na, ich würde mir auch die Pinguine vornehmen. Na gut, dann mal langlaufen. Kann Anni mitkommen. Ja, mach ich. Ja, okay, dann macht ihr das. Ja. Nee, in dem Airdrop war die schon, ja. Ach so, okay. So, wohin geh ich jetzt, was? Na, du kannst gleich mit Alex Pinguine holen gehen. Ja, Alex, dann gehen wir Pinguine klatschen. Jo. Dieser Moment, wenn der 3 Pico Mastax hinterher rennt. Mal Knüppel. Holzknüppel, 2, 3. Also ich hab 3. Ich zieh dir genug an. Ja, Winterklamotten zieh ich mir diesmal an. Das ist ja kein Zustand sonst. An dem Airdrop wart ihr schon. An dem gelben mit Ring. Naja, da hab ich blaue Handschuhe rausgezogen. Fernglas nehme ich auch nicht mit. Das ist einfach. Armbrust habe ich jetzt einfach mit. Los, das wiegt halt nichts, das Zeug. So, erst muss auf jeden Fall durchköcheln. Achso, oh shit. Moment. Oh, eine das ganz sind aber da kann ich gleich nicht zurückgehen. Unten war die Türe offen. Was, war die Tür offen? Mhm. Was ist denn jetzt schon wieder? Mann, ich muss da was auspacken. Ja, was denn jetzt schon wieder? Los. Stress mich jetzt nicht. Na, das wiegt doch nichts. Ey, ich stress dich gleich hier. Ja. So, die Smizzy ist voll. Was ist denn los? Ja, aber die Zeit wird nicht mehr. Haus in Bronto oder so. Ja, jetzt bin ich da. Also ich habe 30 Essen, reichen die? Nee, ne mehr mit. Ja. War doch vorhin schon im Schnee, da musst du doch. Ja, aber da hatte ich keine Klamotten an, das war halt das Problem. Das wird doch so nicht helfen. Einfach nimm 50 Fleisch mit ja, oder ich so. Ja, ich hab jetzt Fleisch. So, Wasserglas habe ich. Gut, jetzt bin ich aber stark. Gut, juju. Du. Na. Okay. Gibt es eigentlich keine Schnelltaste für Reparieren hier? E. So, ich bin da. Eigentlich, aber das geht nur ab einem bestimmten Prozent. Satz, wo es halt noch hat. Hm. Wer durch? Na. Ach, Mann, diese Scheißbäume hier. Ich schrei, wenn ich dich nicht sehen sollte, aber ich sehe dich noch. Oh, ich geh da mal schnell nach dem Terry gucken. Müsste eigentlich was. Fertig sein. Was denn? Die Ameisen hassen mich heute. Weg. Ja, ist doch schön, dass sie dich hassen. Oder meinst du? Ich meine von Chitin her. Ach so. Boah, ey, der ist echt noch blutig, ey. Ziemlich. Tut mir leid. Oh, ich komme hier nicht hoch. Einmal springen. Jetzt. Ja. Jo. Ja, okay. Jo. Die sind aber schon echt schnell, ey. Mhm. Und Charlie-Tierchen, aber das geht ja wieder nicht.
Uiuiui. Speedy Gonzales, noch ein Charlie-Tierchen. Oh, Seelzahn. Achtung, hier geradezu sind Wölfe. Jo. Und ich habe gerade Standbilder. Oh. Oh, Dia-Show. Oh Gott. Hinter ist das ein Wolf? Oh, hallo Rex, was machst du denn da oben? Ja, ja, vor den Wölfen können wir ja wegrennen, das ist ja das Schöne. Oh, jetzt kackt der Hecht, ja. Immer im falschen Moment. Schnell. Und bitte auch nicht unterwegs leveln. Nee, um Gott, also hallo. Naja, das mach ich nicht. Muss das vorher mal erwähnt haben. Nee, das mache ich wirklich nicht. Jo, bin da. Oh, das ist ein schönes Rhino rechts. Ich glaube, das wäre das Ruhe. Boah. Wir haben auf der anderen Seite bei der Mittelinsel beim Airdrop vorne mit zwei Rex rumlaufen. 76 und 72. Sehr schön. Oh, Polovia hinter dir. Ja, ja, hier ist alles hinter uns. Einfach weiter. Da war noch gerade alles. Okay. Ich hoffe, dass die Standbilder nicht schlimmer werden. Ich hoffe auch. Oh, erstmal kacken. Ja, es ist echt. Stell dir mal vor, du wärst mit dem Dödikumus unterwegs. Der geht dann richtig ab. So, also, wenn wir uns jetzt verlieren, einfach am Wasser entlang, bis du Pinguine siehst. Ja, gut. Boah, ich hab hier echt Standbilder, ey. Ja. Ich tarn mich mal als Grashalm. Viel Erfolg. Sehr gut. Da fällt gar nicht auf hier, guck mal. Nee, überhaupt nicht. Ich warte nämlich darauf, dass der Airdrop runterkommt hier. Lilla, ne? Ja, genau der. Okay. Oh, so, okay, hier sind schon Pinguine, ja, aber da sind Wölfe. Ein, genau. So, hier jetzt überall, bist du da? Ah, ja, ich bin da. Ich hatte auch gerade nur ein Standbild. Überall zwischen den Steinen können wir hier rumlaufen. Okay. Aber auch Wölfe und Kohle. Und alles andere, ne? Ja, okay. Genau. Also, solange hier Helche sind, bin ich der Meinung, ist es eigentlich freundlich. Oh. Ein grüner Mammutsattel, sehr schön. Ja, das ist ein Junge. Ja. Das ist perfekt. Das ist, der geht wohl gleich an unser High-Level-Mammut. Ja. Yeah. So, hier kommt man nicht lang. Hat das eigentlich schon Lebenspunkte regeneriert, oder? Das Mammut? Ja, ich hatte ja vorne irgendwie 16 Punkte in Leben reingepackt. Das hat ja dann irgendwie auch immer doppelt so viel Leben. Weiß ich nicht. Das dauert ja eine Ecke, bis das regeneriert. Ach man, Pingis. Seid ihr? Rein, oh, T-Rex. Alex T-Rex, genau. Ja, links rum. Allein für den Boss, dann können wir auch noch ein bisschen Force feeden mit den Tieren. Aber wir haben kein Baumharz. Schnell, nee. Wie so ein Tweeset-Dingo. Ah, hier fangen. Ich sehe zumindest einen Pinguin. Oh ja. Ja, dann bringen wir den um. Mit der Keule? Ist das besser? Na, töten mit Pfeilen am besten und dann mit der Keule abbauen. Mit Pfeilen, echt? Ja, oder mit dem Speer. Ja, oder mit dem Speer, das ist Wurst. Ja. Hauptsache. Mach den Helch nicht kaputt. Nee. Hauptsache, du baust den mit der Keule ab. Ey, bleib hier. Terry ist auf jeden Fall gleich fertig. Der hat jetzt hier noch. Mann, los. Es tut mir leid, Pingi. Ich mach sowas eigentlich nicht. Sowas womit abbauen? Mit? Mit der Keule. Mit der Keule abbauen? Hab ich noch nie gemacht. Interessant. Ich seh grad den Forschungs- beeil dich, bitte. Hier sind nämlich Wölfe. Ja. Einige. Oh, und geh auf dein Tier. Ja. Yo, bin drauf. Oh, die sind. Oh, fuck, die sind alle hinter mir her. Oh Gott, Alex, schnell weg. Bitte nicht ins Wasser stürzen. Nee. 40 Organic Polymer habe ich rausgekriegt. Bin falsch abgebogen. Ja, ansonsten, ihr könnt ja auch einen Satz und zwar. Oh, Terry ist fertig. Aber die kommen hier gerade nicht. Doch, die kommen. Oh Gott. Komm mit. Nein! Ach. Scheiße. Oh oh. Bock. Ja, die fallen aber gerade. Ich komm noch hoch. Oh, scheiße, aber ich nicht. Oder? Habe ich noch Glück? Nee, du bist. Nee, das war's. Wir haben ein bisschen Glück hier. Nee, du bist Geschichte. Oh nein! Der Helch ist Geschichte. Ah, also, die Lücke gefallen. Ist auch gleich Geschichte. Es ist eine Lücke, wo du nicht wieder rauskommst. Ach, oh, fuck, ey, so eine Lücke ist scheiße. Ja, shit. Ah, oh, drei, aber Level 104. Ja. Das ist immerhin. Nichts, was wir haben können. Nicht so wie Daniel. Level 4 Skorpion. Ja. Margot, das Problem war, dass da, wo wir beim letzten Mal waren, da waren halt keine Pinguine gerade. Hm. Ja, ich hab das ja gesehen, dass Andi dann irgendwie ist in eine Lücke gefallen, wo da halt gar nicht mehr rausgekommen wäre. Also, ja gut, das Zeug da brauche ich jetzt auch nicht mehr holen, da komme ich eh nicht ran. Nee, kannst du eh nichts machen. Schade, es waren 40 Pulli mehr. Naja, ist okay. Passiert. Ja. Oh, komm rein, Terry. Tja, dann gehe ich mal gucken, ob ich hier noch irgendwo einen Helch finde. Irgendwie brauchen wir sicherlich noch einen, oder? Ja, uns gehen langsam die schnellen Tiere raus. Naja, deswegen. Ah, oh, shit, ich hab meine Bolas mitgehabt. Naja. Ja, die Bola hätte dir auch nicht geholfen. Nee, ich meinte jetzt nur fürs Sehen jetzt. Achso.
Dass mir eine Bola da nicht hilft, das ist mir tatsächlich klar. Boah, das Mammut hat gerade mal irgendwie, ich weiß nicht, 1500 Lebenspunkte regeneriert. Ja, dauert halt, ne? Alex, du lebst jetzt aber noch, ja, ne? Ja, ja, ich lebe noch. Ich baue jetzt Pinguine ab. Heidstone Catch. Wenigstens einer. Ein Glück bin ich da nicht auch hängen geblieben. Ja. Naja, das wär's dann nicht gewesen. Wir haben gar keine Steine mehr, wa? Na, ich habe gerade mal ein paar geholt vorhin, aber kann sein, dass es schon alle sind. Sind alle. Nee, da kommt ja jetzt alles an, hey. Ach, Quatsch. Skorpion. Ach, das ist ein Blueprint, WTF. Also wir haben auf jeden Fall ein Blueprint für einen Mammutsattel. Einen grünen. Okay. Das erkennt man dann so schlecht, was hier Blueprint ist. Ja. Da können wir auf jeden Fall dann die Mammuts mit grünem Sattel ausstatten. Sehr schön. Oh, mein Gott, falsche Taste. Okay, ich baue mal drei von den Sätteln. Jo. Na, warte, brich die nochmal ab. Geben XP, kann sich immer draufsetzen. Ach so, ja, dann gehe ich mal raus und setze mich aufs Mammut. Naja, zwei sind ja schon durch gewesen. Nein, aus Terry. Ja, stimmt, Terry auch. Ja. Oh, einer ist besser als keiner. Ja, ich sitze drauf. Ja. Ja, ansonsten bauen wir nachher nochmal irgendwie, weiß ich nicht, Foundations oder keine Ahnung. Ja, ja, klar. Kann man da mal durchkloppen. Ja. Mal da. Jetzt. Es riecht schon, ja. Ja. Gut. Ja, okay. Dann tausche ich schon mal die Sättel aus. Den Terry, boah, der hat 17 Level schon, der Terry. Das ist doch geil. Erstmal auf Lebenspunkt, würde ich sagen, ne? Den Terry? Jo. Ja, ein bisschen und dann noch Damage. Ja. Hätten wir den früher bekommen, hätte man den sogar ein bisschen auf Speed leveln können für die Gegner. Ja. Na gut, der hat jetzt 5600, also fast 5700 Lebenspunkte. Ich mache ein bisschen noch was Damage. Ja. Das müssen wir jetzt leider ein bisschen zementen. Ist ein Schaf. Was? Ein Echt? Schaf. Oh Gott. Ja. Oh, die sind schnell. Wir haben keinen Kuchen. Das kleine Schaf. Aber immerhin, es gibt hier auch Schafe. Das ist doch super. Es hat Hammelfleisch. Brauchen wir Hammelfleisch für irgendwas? Zum Zähmen höchstens. Naja, ist wahrscheinlich, bis wir das hier irgendwie gebrauchen können, ist es vergammelt. Ja. Da ist ja eh Fleischfresser, ne? Ja, eben. Brauchen also wir hier ja eh nicht. Das stimmt. Kann man ja, stimmt. Hab ich es gerade irgendwie. Jetzt irgendjemand hier mit dem Hirsch unterwegs? Hirsch? Nee, bin ich mit dem Hirsch. Ja, mit dem Iguano dann. Na gut, dann ist ein anderer Spieler, da gehe ich da mal weg. Wie sieht denn unser Pfeilvorrat aus? Alex, hast du den Überblick? 750 oder so hatten wir vorhin, meine ich. Also ich hatte noch ein paar hergestellt. Ja. Aber da, also momentan fehlt halt Polymer, deswegen bin ich ja gerade warm. Metall brennt noch einiges durch. Mending Pace hatten wir vorhin auch schon über 1000 und es ging noch was durch, also... Okay. Ach Gott. Ja, ich geh Metall. Ich gehe Stein schlagen für Bolas, weil wir haben echt keinen Stein mehr, ey. Na, im Mörser ist noch ein bisschen was drin, aber nee, nicht viel. Nee, ist nicht. Also ich habe keinen Mörser gefunden, wo... Ah gut, ich habe jetzt auch nur einen reingeguckt. Okay. In dem linken Mörser müsste noch was drin sein, aber wir brauchen eh Steine, also von daher ist schade, nicht was zu schlagen. Na, ich hoffe, dass in der Zeit jetzt nichts kommt, was mich irgendwie blöde angrabbelt. Ja. Das ist höchstens Mario. Das ist höchstens Mario. Der Krabbler. Das würde ich nicht in der Aufnahme machen. Sagst du hier auf einmal? Was ist hier los, du Schüft? Wir haben auf jeden Fall noch 2 Stunden. Das ist nicht viel. Nee, müssen auf jeden Fall mal langsam... Das heißt, jetzt müssen wir wirklich, also das, was wir rauskriegen, kriegen wir raus und dann geht's auch schon los. Ja. So. Die letzten Atemzüge. Haben wir jetzt noch? Einen, auf dem bin ich gerade unterwegs. Okay. Wenn du noch einen findest, dann zähm die den, die gehen ja schnell. Ja. Ah, sehr gut, hier sind noch Pinguis. Super. Hat keine mehr gefunden. Ja, die sind irgendwie echt rar jetzt, ne? Ich bin jetzt schon bis zu den Inseln rüber gelaufen. Oh, war schon ein bisschen weiter. Oh, ich hab nochmal ein bisschen Metall. Ist nicht viel, aber immerhin. Wie sieht's mit Holz aus? Oder nicht mehr. Fleisch. Hier ist gar nichts, noch 4700. Das reicht, oder? Naja, ich würde halt nachher nochmal, um den Terry zu leveln, nochmal ganz viele Holzfoundations bauen. Weil Stein brauchen wir nämlich, aber Holz haben wir tonnenweise. Dass wir es einfach nochmal durchsemmeln, dass er einfach noch Damage kriegt.
Ich hätte gerne mal ein bisschen Metall hier irgendwie aus den Steinen, aber weiß nicht. Also ich hoffe, dass die beim nächsten Mal die Ressourcen aber ein bisschen anders einstellen. Dass man ewig kloppen muss und dann plötzlich 60 rauskriegt, finde ich irgendwie nicht ideal. Ja. Finde ich es besser, wenn man mit jedem Schlag halt ein bisschen weniger rauskriegt. Ja, schauen wir mal, was beim nächsten Mal dann anders ist, ne? Ja, ich meine, die haben ja auch jetzt quasi ihre Learnings gezogen. Ja. Ja. Und dann gucken wir mal. 1200 Polymer habe ich sogar schon. Super. Geht doch. Und dann können wir auch noch ein bisschen Feedback geben oder sowas. Shit. Einfach, was wir so erlebt haben. Ja. Denk mal, schadet ja nicht. So, erstmal zurück. Mann, warum ist man denn immer so lahm, wenn man craftet? Das ist doch echt kacke, ist das. So, ich jacke jetzt mal wieder Zementpaste durch. Das fragst du dich echt, wenn man langsam ist, wenn man es baut? Nein, frag ich mich nicht mal. Lass mal gucken, wie schnell du unterwegs bist, wenn du eine Kaffeetasse in der Hand hast. Kommt drauf an, wie wichtig mir ist, dass da noch viel Kaffee drin ist. Na wichtig, hallo, Kaffee. Und wichtige Tasse. Das stimmt, wichtige Tasse. Immer noch kein Biber-Damm respawned und nee. Naja, der wird doch nicht kommen. Vor allem hier bei den Pinguinen erwarte ich irgendwie die ganze Zeit, dass mich jemand bolert, während ich da drauf kloppe. Ja, wir hatten vorhin gar niemanden gesehen im Schnee. Nee. Nur auf der anderen Seite halt da am Strand. Und den haben wir ja verjagt und dann war der Terizino da. Nee, das, ich meine hier beim Metallsammeln waren. Ach so, ja. Da war niemand. Cool, also wir haben ja auch mitten in der Nacht haben wir Lagerfeuer angemacht dort. Das hätte man ja kilometerweit gesehen. Alex, kannst du denn gerade sehen, wie viele Leute eigentlich gerade auf dem Server sind? Oh, warte. 60. 60, das ist nicht aber so viel. Die meinten ja von Anfang an, dass das deutlich weniger wird. Ja, aber 60 ist ja nix. Ja. Wenn man überlegt, dass wir schon 5 sind und Spielbär 5. Ja, es sind schon 10 weg. Dann hast du noch 50, von denen wahrscheinlich nicht mal alle irgendwie schon letztes Mal gespielt haben. Ja. Dann gibt's noch 50 Palles. Nee, Palle war beim letzten Mal schon offline. Ach so. Palle hatte keine Lust mehr. Nee, Palle hat uns geknechtet. Geknechtet hat er uns. Ja, hallo, das hat Mauermeister geschrieben. Ja, wir haben hier so einen ganzen Tribe in Full Flag haben wir geknechtet. Das waren wir leider. Das muss einfach neidlos anerkennen, dass sie uns echt umgelegt haben. Ja, wir hatten keine Chance. Nee. Wir hatten einfach keine Chance. Ja, wir sind ja auch PvP-Noobs, ne? Das stimmt. Das ist aber keine Ausrede. Ist schon unverschämt. 2 Schläge in voll Flack und mit hier, weiß ich nicht, 40 Fortitude oder so, dass du gleich einen Dreck kriegst mit einer Keule. WTF. Ja, hau mal mit einer Keule auf den Topf. Da ist klar, dass man gleich aus der Lage. Wenn dir jemand mit einem Pfeil ins Gesicht schießt, dann lebst du ja auch mindestens 3 Schüsse lang. Nicht, wenn ich einen Topf auf den Kopf hab. Geil. Es sei denn natürlich, er schießt durch den Seeschlitz, aber wird was anderes. Kann kurz jemand gucken, wie viele Pfeile wir jetzt wirklich schon haben? Wo liegen die denn? Im Fabricator. Auch alle. Guck ich mal. Ich habe jetzt nochmal 732. 772, okay. Okay. Ich habe jetzt 34 Bolas noch gebaut, die sind in Smithy, wenn jemand was braucht. Jo. Jetzt habe ich keine Fabricator. Ein roter Airdrop mit Ring. Oh. In der Nähe? Oh, komm, roter Telly-Sattel. Ey, oh, wäre das geil. Ey, ich bin gerade an einem T-Rex vorbeigelaufen und hab den zubeißen hören. Hört sich irgendwie an, als würde der so eine Kiste auf den Boden hauen. Der hat Kreide gefressen. Ja, stimmt. soll ich mal. Achso, ich wollte Pfeile. Arrow. Steel Arrows. Ach nee, Moment. Metal Arrows. Compound Bow. Oh nein. Seid ihr? Was denn? Oh nein. Sind hier Wölfe. Oh, Alex. Bring dir ansonsten erstmal das zurück, was du hast. Ja. Bevor es in die Hose geht. Lieber haben wir. Nein, die Würfel springen runter, ist alles okay. Bitte. Oh nein. Ah, jetzt sind hier neue. Oh, Alex, komm nach Hause. Komm nach Hause. Bitte. Ja, okay. Oh. Ich kann wieder frei rennen. Achso, Polymer fehlt. Deswegen, ich wollte gerade frei herstellen, aber gar kein Polymer haben. Ja, deswegen soll Alex ja zurückkommen. Ist das so? Also wir haben jetzt noch 1330 Metall im Fabricator. Okay, 400 Pfeile. Wie viel brennt noch durch in den Öfen? Ich guck, ist da noch was? Leck. Das ist noch 150. Sonst brauchen wir noch mehr Öfen notfalls. Ja. Ich kann noch Öfen bauen. Können wir auch einfach draußen hinstellen. Ja, ich kann mal Öfen bauen. Mach ich. Noch hier Chitin, Cementing Paste. Noch mal 10 Öfen oder so sollten...
In dem Airdrop waren noch blaue Argentavis-Akku. Oh, jawohl, ey. Also es brennt auf jeden Fall noch mindestens 1000 Metallbarren durch. Die brennen ohne Probleme durch, oder was? Also soll ich erst nach Fortress bauen oder eher nicht? Nee, also keine Ahnung. Also es schadet nicht, sagen wir es mal so. Ja, doch, hin. Okay. Wir haben jetzt noch 1,5 Stunden. Ne, ja. 2 Stunden jetzt ungefähr. Naja, knapp, ja. Sagen wir mal. Bis 23:30. Ja. Runden wir lieber ab als auf. Ja, also in einer Stunde sollten wir mit dem Farmen und. Ja, zu Ende sein, ne? Kram fertig sein. Dann baut ihr aber irgendwie unten hin vielleicht, keine Ahnung. Ja. Dass sie nicht hier oben noch mehr rumstehen. Jo. Ich hab gerade 108 Frames. 108 Frames, boah. Ja. Guckst du gerade auf eine dunkle Wand oder was? Hey. Eigentlich nicht. Boah, ey, ich hoffe, dass unser Teri uns gute Dienste erweisen wird. Kann ich das Rohmetall einfach vorne in den Bronto hauen und ihr verteilt das auf die Öfen? Ja. Okay. Aber wir brauchen hier, so, wie viele sind's noch? Na, müssen wir gleich machen. Ich baue dir erstmal kurz Foundations hin, ja? Ja. Wenn du willst, kannst du die Forge auch hinstellen. Ich habe die ins Teri gepackt. Ich habe jetzt gerade nur eine weitere, weil mir die Steine fehlten. Problem ist jetzt nicht so viel Platz. Ja, warte mal. Okay, ich dachte, du baust sie direkt an die Wand ran. Was geht nicht? Ging nicht. Okay. Ja, der sprintet einen Funken. Ja, ich muss gerade mal kurz anmachen. Sonst hätte ich mich hier verlaufe. So. So, also es hat jetzt 350 Schaden. Naja, haben wir noch irgendwo. Hier sind noch ein paar Bären. Wartet mal erstmal noch mit Schadenleveln. Dann gucken wir am Ende, wie viel Hitpoints es regeneriert hat und schauen dann, ob es da noch ein bisschen reinkriegen kann. Es ist bald voll gereckt. Ja, dann gibt er nochmal 2-3 Punkte oder so. Ja, kann ich machen. So, ich hau noch ein paar Narcotics an, ja? Ja. Ui, Mann, der Stress, ey. Das ist wahr. Dieser Stress hier. Was machen Oro und Daniel gerade? Nickerchen? Stein. Achso. Und Daniel, du sitzt auf Mammut, ne? Ja. Ja. Die leveln gerade die Viecher. Ja, auf dem 100. Also macht er den Clemens. Ja. Nee, Clemens würde jetzt neben dem Vieh stehen. Ja, stimmt. Ich level doch, ne, nicht du, das Tier. Und guckt ins Inventar und guckt seinen EPs zu, wie es steigt. Ach, schön.